nicht gehen kann. Ha? Wir wollen epische Musik. Face gegen SK. Das hat sich jetzt auch bei mir blechern angehört. Ha. Okay, dann weiß ich jetzt zumindest, was ihr meint. Aber woher kommt das? Vielleicht ist das auch absichtlich so ein blecherndes Geräusch. Denn an sich für mich hört sich der Waffensound und so normal an. Nochmal kurzer Überblick, wer bereits weiter ist und wer raus ist. Zu unserer aller großen Überraschung lesen wir da Namen wie Gambit Gaming und Virtus Pro. Und zur anderen Überraschung ist da noch ein Counter-Logic Gaming mit dabei. NACS hier in den Decider-Matches. Wer hätte das gedacht? Und CLG gegen Immortals ist Tatsache das Best of One, das hier nach dieser Partie Face gegen SK kommt. Ja, ich glaube, die Teams sind bereit. Ohne Ernst, das ist nicht akzeptabel. Ist einfach so. Ha? Guck mal, der Sound zum Beispiel hört sich jetzt nicht blechern an. So, wir starten in die Pistol Round. Diffuse Kit beim Super Kio. Immer noch mit der Rückennummer 26. Nico hat hier gerade schon gute Hits abbekommen. Es geht einfach auf den B-Spot drauf. Phelps ist da weit nach vorne gesmoked worden. Kiyoshima hat aber Taco geholt. Die Bombe inzwischen gelegt. Phelps macht einfach weiter. Ganz schöne Aktion von ihm. Nur reicht das, um die Runde zu holen. Fallen auch nochmal. Wieder ein zweiter Hit hinterher. Er versucht es dann auch mit dem Burst Mode. So ein bisschen das Glück herausfordern. Aber es reicht nicht. Es ist hier das 2 gegen 2. Rain hat das Diffuse-Kit aufgehoben. Oh, der Molotow kam gerade nach unten und Rain ist jetzt dran. Hat noch keiner gehört. Jetzt wird durchgeschossen. Nochmal abgebrochen. Rain und Alu machen die Kills und mit Diffuse-Kit wird das reichen. 1 zu 0 für Face. Und auch sehr schön die Ruhe bewahrt dabei. Face. Jetzt ist mir die Ratsche umgefallen, ist nicht gut. Ich habe noch mal eine Bitte an den Chat. Einfach mal Bescheid sagen, ob meine Stimme irgendwann irgendwie abbricht. Aber rein von der Logik her dürfte ich jetzt nicht mehr übersteuern. Aber Logik ist hier schon lange nicht mehr das Maß aller Dinge. So. Mein Lieblingsfüllwort. So. Kerrigan. Ah, wir sehen sogar schon zweimal M4 bei Face. Die wollen hier auf Nummer sicher gehen. SK Gaming zielen da erstmal mit 3 Spielern den Seitengang ab. Haben auf eine Flash gewartet. Kerrigan, die näht ein bisschen zu spät. Aber er kriegt da noch einen Kill. Der drückt auch noch einen zweiten durch. Mit seinem Low HP. Nico dann zur Stelle. Also, erste Waffenrunde für SK Gaming durch den Bombenplant in Runde Nummer 1. Und sie schaffen es direkt mal, Alu auf 16 HP runterzuschießen. Kerrigan wieder am Seitengang. Diesmal muss er ein bisschen früher seine Granaten raushauen. Das in der letzten Runde war für ihn doch ein kleiner Schockmoment. Rain auf dem Zug und ansonsten steht SK Gaming noch sehr verteilt. Gucken jetzt erstmal, ob sie Richtung B vielleicht noch was machen können. Nur ist es mit einfachen Picks Richtung B immer ziemlich schwierig, weil man sich da doch schon sehr weit nach vorne wagen muss. Bis auf den Damage gegen Alu und Fair ist da also auch noch nicht viel passiert. Jetzt zieht sich Face so langsam Richtung Seitengang zurück. Da steht immer noch Phelps mit seiner Galil. Und
Wir machen die Liniendeckung auf dem Zug, im Sandwich und direkt am Eingang zum Seitengang. Der Blick Richtung Popdog könnte da etwas schwierig werden, aber jetzt hat Rain den ersten Frag gemacht. Phelps in einem kleinen Duell hier mit Kerrigan. Beide schießen sich da low, aber für Phelps ist das natürlich ein bisschen blöder. Und dann hier die Position von Alu mit seinen 16 HP schön weit vorne. Wechselt noch auf die AK. Taco und Phelps jetzt alleine. Taco geht nochmal vor, aber auch da hat Alu ein gutes Timing. Macht einen Doppelkill draus. Geht sogar nochmal in die Mitte rein. Aber Phelps, der geht hoch. Der saved seine Waffe hier im Raucherzimmer. Schön noch ein Kippchen angesteckt und da versucht er das Ding noch durchzubringen. Aber Nico, oh, der ist da noch ziemlich nah dran. Wir hören mal. Anscheinend kein weiterer Kill. Also Phelps wird seine Galil hier saven. Die erste Waffenrunde geht ebenfalls an Face. Robben hat gut lachen. Na, hoffen wir mal, dass es jetzt keine technischen Verzögerungen mehr gibt. Ansonsten sitzen wir hier noch bis um 1. Und es soll ja morgen um 9 Uhr weitergehen. Phelps. In der Mitte. Alu hat halt schon wieder kassiert. Wie kann der nicht mal ein bisschen auf seine HP aufpassen? Mann. Wenn man dann nicht auf alles selbst ein Auge wirft. Kerrigan. Smoked auch hier wieder früh ab. Ich glaube, das werden wir jetzt die nächsten Runden immer sehen. Alu auf B halt angeschossen. Das ist für Cold Zero eine gute Gelegenheit, einen Kill abzustauben. Aber Phelps mit dem ersten Frag gegen Nico. Und Alu mit den 8 HP auch nicht ganz so dramatisch, dadurch, dass er die AWP hat. Ist da noch was möglich? Okay, jetzt versuchen sie hier hinten ein kleines Türmchen zu machen. Und dann fliegt da eine Smoke hin. Aber das Türmchen ist gar nicht so schlecht. Sie können Tatsache drüber schauen. Kerrigan allerdings jetzt am Seitengang. Mit dem Frag kann Phelps hier noch mehr Schaden machen. Jawohl, er schnappt sich da auch noch Kerrigan. Rain auf Distanz nochmal erfolgreich. Und das ist immer noch dieses Türmchen. Da geht jetzt einer raus. Rain macht den zweiten. Rain nicht auf den dritten. Der Wechsel auf die USP. Und es funktioniert. Kill Nummer 3. Nur noch Cold Zero. One on three. Er hätte da noch eine Waffe aufheben können. Kann er hier noch ein paar Deagle-Shots verteilen. Der erste Schuss gegen Rain. Der war schon angeschossen. Auch Alu. Erreicht ein Kill. Jetzt hat er die UMP, die ist auch für ihn nachgeladen. So, und jetzt muss er halt eigentlich hinterher schießen. Schießt daneben, hat zumindest beide gesehen. Der Headshot gegen Super Kyo kommt nicht rein. Aber er holt den ersten. Alu hat es versucht mit einem direkten Peak zu 11 Sekunden. Die Bombe liegt allerdings noch hinten am Popdog. Und jetzt einfach weggehen, Kyo, der Molotow. Oh Gott, kann das reichen? 5, 4 und es reicht noch. Das wird noch reichen, der Plant geht durch. Der Plant geht noch durch. Und dadurch bringt Cold Zero das nochmal in seinen Vorteil, aber Kiyoshima holt es trotzdem. 4 zu 0 für FaZe. Oh wow, jetzt hört auch das mit dem Zählen bei mir schon auf. 4 zu 0 für FaZe steht's. So, und da kommt eine technische Pause. Ich musste es halt auch sagen. Warum tue ich das? Why? Kyo was the problem. So sieht's aus. Der hat hier die Runde nochmal gerettet. Aber sehr schön, wie Cold Zero da nochmal erkannt hat, dass er die Bombe doch noch legen kann. Dafür gibt's halt noch keinen Timer, ne? Das muss man halt sehen. Wobei es ist ja im Endeffekt der Timer, die Uhr oben. Rain, der die Runde halt eigentlich dann schon safe macht. Aber es sind halt zwei Spieler low HP und eine Deagle. Ihr wisst, das ist wie eine heiße Nacht in Barcelona. Da kann alles passieren. Rain. Ja. Ja. Alu auch schon wieder ordentlich HP verloren. Also ich glaube, der will überhaupt nicht mit 100 HP starten. Bisschen mehr Aufbau jetzt Richtung B von SK Gaming. Vielleicht wollen sie da auf jeden Fall nochmal antesten, ob sie auf den Spot draufkommen. Aber jetzt schiebt auch
Rain schon rüber. Unterstützt dann Kiyoshima. Aber so, man rotiert nochmal zurück. Und vielleicht will man jetzt sogar noch kräftiger durch den Seitengang durchpushen. Kerrigan steht vor den Smokes. Also machen wir einen A-Split über Popdog, Mitte und Seitengang. Aber da haben wir ein Doppel-AWP-Setup. Ein Alu. Ah, jetzt vergisst er hier noch Richtung Seitengang zu zielen. Nico ist zwischen den Zügen eigentlich eine gute Position für seine Möglichkeiten. Alu, oh, der hockt sich sogar noch dahin. Nico ist nicht gespottet worden. Der hat unten den Spieler nicht gesehen, weil er sich zu schnell dreht. Fallen. Fällt jetzt noch, aber Nico ist alleine gegen drei. Er wechselt auf die AWP. Und Nico hätte da eigentlich schon vorher einen Gegner sehen können. So haben wir das 4:1 für SK Gaming. Nico hat aus seiner Position zu wenig Kapital geschlagen. Alu rechnet nicht damit, dass noch ein zweiter Spieler über den Seitengang durchkommt. Und ich weiß leider nicht, was jetzt mit dem FNB passiert, wenn die Page down ist. Also warten wir mal ab. Und sofern Muxor schon mit seinem Stream online ist, könnt ihr bei ihm ja auch mal nachfragen, wie es aussieht. Wann es jetzt losgeht. Helps. Alles wieder sehr langsam. Also man will hier echt keinen Fehler machen. Man merkt beiden Teams hier die Spannung an. Ist zum Zuschauen jetzt natürlich auch ein bisschen anstrengend, weil sich echt nicht viel bewegt. Also SK Gaming rotiert zwar immer fleißig, aber eben auch auf so ein Standard-Go gegangen. Rain. Ah, wieder auf dem Zug. Das war wirklich nur so ein ganz kleiner Blick. Die Angst, dass dann Türmchen gebaut wird, wo Fallen mit der AWP die Spitze bildet, ist ja doch schon ziemlich groß. Nico. Ja, das ist ja nur knapp daneben. Kerrigan hat hier eine kleine Lücke an der Smoke, aber Phelps wird die wahrscheinlich abwarten. Er steht selbst in einer. Oh, das war eine dicke Nade. Und ich glaube, Phelps konnte nicht genau zuordnen, ob Kerrigan jetzt hier drin steht oder nicht. So, Slap geht raus. Und da war Phelps blind genug, sodass er Kerrigan eben nicht kaputt bekommt. Jetzt geht's auf den B-Spot. Kiyoshima hier vorne. Erster Kill gemacht, den zweiten durchlaufen lassen. Er will noch auf den nächsten gehen. Alu hilft aus. Wer jetzt alleine? Alu könnte ihn machen und geht auf Nummer sicher. Lange gewartet, bis er abdrückt. 5:1 für FaZe. Keine Folgerunde für SK Gaming. Okay. So, und FaZe damit eigentlich mit dem Vorteil, dass sie den Reset bei SK hervorgerufen haben, aber die spielen nochmal einen Force-Buy. So eine Runde, wo man wahrscheinlich das Tempo nochmal anzieht. Das könnte man bei FaZe sogar erwarten. Kerrigan, hier vor der Smoke, aber da fliegen ziemlich viele Schüsse durch. Direkt am Zug entlang muss er aufpassen. Der Smoke vorne sogar nochmal ab, aber da liegt noch ein Molotov. Jetzt hier hinten gut aufgepasst von Kerrigan. Fallen noch hier vorne, die Bombe down. Überzahlsituation für FaZe und so langsam lichtet sich hier alles. Aber Fallen möchte da noch für ein bisschen Stimmung sorgen. Kerrigan hat jetzt auch Fallen geschnappt. Cold Zero nochmal mit einem Doppelkill. Ein 4K, um die Runde zu holen. Jetzt hat er den Spieler am Zug gesehen, aber da zieht Kiyoshima direkt nochmal rum. Und Rain, der läuft gerade in Richtung Cold Zero. Kiyoshima kann es regeln. 6:1. Und Nico, ja, der sagt nur eine Prise Salz, Leute. Eine Prise Salz. Und jetzt abklatschen. Ja? So, und vielleicht kann man da auch im Chat so ein bisschen gegenfeuern. So ein Told you easy, easy on train oder so. Und dann einfach noch hinterher schreiben, sorry Team Say. Ja? Einfach um den Gegner so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. So, Alu gegen die Eco mit der MP9. Kiyoshima hilft ihm aus. Sehr schön. Zwei Kills gemacht. Alu überlebt das Ganze auch. Kerrigan am Seitengang nochmal erfolgreich. Hier hat jeder einfach versucht,
was möglich ist bei SK. Und es gibt gar keinen Frag für SK Gaming. Die liegen jetzt 7:1 hinten. Das ja so oder so ein Ergebnis, bei dem SK Gaming für kurze Zeit den 1000 Yards der macht und sich nicht mehr so ganz beherrschen kann. Wir und alle Fußballfans, die hier zuschauen, wissen natürlich, wie sich das anfühlt, wenn man 7:1 in Führung ist. Wir können uns gerade sehr gut in die Situation oder in die Köpfe von FaZe hineinversetzen. Alu. Zählt die Mitte an. Keine AWP diesmal bei SK Gaming. Und Fallen hat an sich einen guten Job bisher gemacht. Vielleicht fehlt die AWP jetzt. Taco mit dem First Break nach vorne. Die Smokes am Spot liegen gut. Er ist nah dran. Da ist die Überlegung natürlich groß, einfach mal durch die Smoke zu laufen. Aber Nico hier hinten mit viel Deckung versucht vielleicht noch den Bombenplan zu verhindern. Kerrigan. Oh, da ist Nico einfach durchgelaufen. Abgezielt worden. Phelps hier vorne mit dem nächsten. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber Alu kann auch einen machen. Wird auch gerefragt. 1 gegen 3. Für Kiyoshima und er wartet noch, hat damit gerechnet, dass irgendjemand über den B-Spot noch in die Mitte rein verschiebt. Er geht aus dem Z-Gang raus, niemand zielt ihn direkt an, aber da kommt der Peak von Taco. Schön rumgezogen von Kiyoshima. Fair hat noch 95 HP, da muss die Klingel her, aber es reicht nicht. Es ist nochmal eine Runde für SK Gaming. Und es sind die Runden, in denen sie viel Chaos durch die Smokes und das schnelle Tempo erzeugen, die hier gerade funktionieren. Die zumindest mal für viele Frags sorgen. So, ich nehme es zurück. Fallen sieht da nicht ganz so gut aus, was die Stats angeht. Aber es stand ja 7:1. Woher sollen die Kills auch kommen? So, und wieder die Möglichkeit für FaZe jetzt hier SK Gaming zu resetten. Die haben auch hier nicht ganz so viel Equipment. Also wieder 2 UMPs mit dabei. Fallen diesmal zumindest an der AWP, aber auch da wird er immer nach unten kaufen müssen. Also auf 0. Kerrigan wieder gespottet. Oh, und da fliegt halt ziemlich viel hinterher. Molotov, dass sie die Grundlinie nicht durchrennen können, damit er hier die Zeit hat, um die Position zu wechseln. Rain. Spielt er da mit dem Gedanken, nach oben zu pushen? Wahrscheinlich nicht. Er zielt erstmal nur ab. Taco übernimmt jetzt wieder das Abdecken vom Popdog. Und in der Mitte drin ist Nico. So, der gibt nochmal sehr viel Info. Habt ihr gerade gesehen, wie viel der da gesprochen hat? Und jetzt werden wieder Smokes vorbereitet. Wahrscheinlich die gleichen wie eben. Aber wenn Nico das hier vorne blocken kann. Und dann geht er einfach rein. Da gab es keine Flash, er rennt einfach rein. Aber Kerrigan hat hier ein gutes Timing gegen Phelps. Alu immer noch weit vorne, verliert das Duell gegen Fallen. Was ein Headshot von Fallen. Wieder ein Tour und vor und Fallen kriegt den nächsten, der aus dem Popdog rausläuft. Kiyoshima jetzt der letzte Verbleibende, dass der immer den B-Spieler macht. Das wäre dann zur Stelle. Sauber gespielte Runde von SK Gaming. Ich verstehe den Move von Nico nicht, da einfach rumzuzielen. Also rumzuziehen und er hätte an der Position richtig viel Damage machen können, wenn da nur irgendjemand bereit gestanden hätte, um ihm reinzuflashen. Da war ja Alu eigentlich sogar ziemlich nah. Also, das hätte man besser machen können. Ich weiß nicht, was Nico da jetzt genau mit seinem Team kommuniziert hat, aber das war eher nix. Und jetzt ist FaZe halt in der Eco. Maximal 2 Runden auf der CT-Seite kann man da in Folge verlieren. Manchmal auch 3. Hat zumindest hier schon mal 2 Kills in der Runde. Kiyoshima mit dem Prefire jetzt alleine. Könnte natürlich auch mit dem Gedanken spielen, die AK hier in die nächste Runde zu bringen. Aber wenn er hier noch ein bisschen Damage machen kann, wäre es halt auch nicht so schlecht. Also ein weiterer Spieler würde da schon reichen, um SK Gaming rauszunehmen. Und er kriegt ihn. Also rauszunehmen, was das Geld angeht. Dass sie nochmal 3 Waffen nachkaufen müssen. Oh, er kriegt noch einen 4. 23 Sekunden, er hat keinen Diffuse-Kit, aber nochmal eine Bombe aufgehoben. Wenn er direkt zur Bombe geht,
Aber die ist hier vorne gelegt. Da kommt er halt nicht rechtzeitig hin. Also wird er sich da zurückziehen müssen. Es wird Runde Nummer 4 für SK, aber dafür, dass das eine Full Eco von FaZe Clan war, hier sehr viel Schaden gemacht. Taco muss die AWP für Fallen natürlich nochmal mitnehmen. Und jetzt kann FaZe auch wieder kaufen. Ja, mit der gesaveten AK läuft es natürlich ein bisschen besser, was das Kaufen angeht. So, FaZe immer noch in Führung. Immer noch 3 Runden Abstand zu SK Gaming. Können sich also hier noch ein bisschen beruhigen. Schöner Doppel davon Cold Zero auf jeden Fall. Aber Kyo für mich hier mit den 2 wichtigeren Kills. Nico. Legt den Nate rein. Die hat Phelps abbekommen. Phelps bleibt auf der Ave. Nein. Fallen kommt sie. Und anscheinend will man wieder ein bisschen schneller Mitte anspielen. Taco. Nochmal geflasht. Aber er geht nicht raus. Also er wirft einfach nur die Flashes. Und Rain kann ansagen, hier ist noch niemand durch. Jetzt hat er die Steps gehört. Das könnte ein Safe-Rack für Rain werden. Aber Taco gewinnt das Duell und jetzt geht's ab auf B. Kyo hat das noch nicht mitbekommen. Auf einmal stehen sie vor ihm. Er versucht noch durchzudrücken, aber da ist nur ein Kill da. Nochmal eine Überzahlsituation für SK Gaming. Und Fair läuft einfach mit dem Molotow in der Hand auf den Gegner zu. Das ist so die Selbstmordtaktik. Schöne Nate nochmal, aber die macht nicht viel Schaden. Nico war da schon raus und FaZe geht wieder saven. SK Gaming kommt hier immer näher ran. Kerrigan kann nochmal Taco holen. So, jetzt beginnt das hier so ein bisschen zu laggen. Auf TV abspielen. Ich frag mich, welcher Fernseher da erkannt wurde. Also, jetzt sind wir halt in dem Bereich, wo SK Gaming ein bisschen durchatmen kann. Wollen natürlich noch mehr, dass hier 3 Waffen gesaved wurden bei FaZe. Das bedeutet für SK Gaming natürlich, dass sie hier nochmal gegen eine Waffenrunde antreten müssen. Nico. Erstmal Molotov. Und den hat Fair auch gut abbekommen. Jetzt wird wieder gewechselt. Also sie versuchen gerade nur mit der AWP den Topspawn auszunutzen. Hat die letzten beiden Runden nicht funktioniert. Fair. Und Taco jetzt schon angeschossen. Aber man hat zumindest an der großen Rampe gleich ein bisschen Kontrolle. Und man weiß auch, dass kleine Rampe noch niemand hoch ist. Nur geht FaZe wieder auf offensivere A-Positionen. Also diesmal wirklich Nico im Pop-Dog drin. Rain als Backup, der in die Mitte reinzielt. Ein bisschen breiteren Winkel. Und dass Nico hier natürlich viel Schaden machen kann, wissen wir. Also sein Aiming da gut genug, um die Gegner schon zu holen, bevor sie überhaupt auf dem Boden aufkommen. Eine Minute noch. SK spielt wieder sehr langsam. Die Runden, die sie eigentlich verloren haben, haben so begonnen. Und Kiyoshima wieder an B, der hat eben halt auch komplett sein Timing verpasst, um den Molotow da zu werfen. Und jetzt gibt's den B-Go. Jetzt hat Kiyoshima natürlich einen Anhaltspunkt. Sein Molotow kommt gut, separiert die Gegner. Er macht einen Kill aus der Off-Angle-Position und geht dafür nochmal nach vorne. Rain von hinten, hier den Doppelfrag gemacht. Und Fair ist zwar nach vorne gepusht, aber ohne gelegte Bombe und ein bisschen Backup ist das für ihn nicht mehr zu holen. Rain hat die Smoke abgezielt. Eine flawless Round für FaZe. Und es bleiben noch 2 Runden zu spielen. So, ich glaube, da haben sich gerade verschiedene Fanblöcke herauskristallisiert. Ja, die Position von Rain hat sich entschieden. Ich glaube, Kyo hatte da... Das war sogar kein Doppelkill von Rain. Kiyoshima hat auch noch einen gemacht. Also, ganz saubere Runde. Alu, gesehen, dass da jemand durchgelaufen ist. Es ist wieder der Tempowechsel von SK.
Denn das Langsame hat halt nicht funktioniert und Phelps ist schon mitten auf dem Spot. Das hat niemand mitbekommen. Nico hat keine Ahnung, was passiert. Und da gibt es auch noch den Frag gegen Rain. Und Zira auch noch mit dem Frag gegen Kerrigan hier am Seitengang. Kiyoshima bleibt mal wieder übrig. Und das ist jetzt halt richtig bitter für FaZe. Eben die Runde gewonnen, jetzt verloren. Bedeutet, in der nächsten Runde gibt es 1400 dazu. Und Kiyoshima hat gerade mal 100. Da würde ich gerne das Scoreboard sehen, wie viel Geld da jetzt noch drin ist. Aber es sind ja auch viele Waffen in der letzten Runde gesaved worden. Also es ist wahrscheinlich noch genug Geld da, um so halbwegs kaufen zu können. Kiyoshima versucht das hier halt. Er nutzt jetzt sogar Equipment, um das zu saven. Oh, schöner Shot hier. Aber die Tech 9 dann fast zu stark. Er kriegt sogar noch den Frag gegen Fallen. Taco überlebt als einziger. Das war auch für SK Gaming ziemlich teuer. So. Der Move hier hat es eigentlich entschieden. Also, dass Phelps da einfach so durchmarschieren kann. Daran merkt man auch, dass FaZe versucht immer anders zu stehen. Oh, Teamkill gegen Fallen, aber der hat vorher noch Alu bekommen. Also ein One-for-One. Nur ohne, dass ein Spieler von FaZe einen Kill gemacht hat. Man merkt in diesen schnellen Runden, dadurch, dass FaZe immer versucht, andere Positionen zu nutzen, dass die Kommunikation dann doch recht schwierig ist. Und dann fehlt halt die Ansage. In der Mitte die Züge offen, da kann einer durchpushen und da guckt da keiner hin. Und das war halt eben so ein Genickbruch, fair. Mit der AWP aus dem Popdog. Sehr gute Position eigentlich für eine AWP. Denn wenn er hier erstmal niemanden sieht, oh, das war ein bisschen knapp gerade. Für Kerrigan, aber er kommt nochmal mit 100 HP weg und jetzt geht Nico nach vorne. Aber wird schon abgezielt. Sehr früh geschossen worden von Cold Zero. Aber er sieht die Füße auch sehr früh. Kiyoshima will es jetzt hier nochmal ausgleichen und macht das auch. Nur hat Phelps den gleichen Moment Kerrigan bekommen. Rain schnappt sich fair. Jetzt das 2 gegen 2, aber das Phelps zur Stelle mit einem Riesenbrett. Die Bombe liegt allerdings hier oben an der Treppe, aber das hat Kiyoshima nicht gesehen. Er wechselt die Position. Geht jetzt nochmal über B Richtung A und weiß, was SK Gaming machen wird. Die gehen einfach jetzt wahrscheinlich auf den B-Spot drauf, wenn sie die Bombe gepickt haben. Weil auf dem A-Spot dann wahrscheinlich Kiyoshima sitzt. Oder sie gehen davon aus, Kiyoshima hat die Bombe gesehen, lässt sie picken. Ah, sie werden auf B gehen. Alles, es macht alles nur Sinn, auf B zu gehen. In jedem Szenario würde Kiyoshima schon auf A verschieben. Und genau das war der Fall. Kiyoshima nach vorne, ein Spieler gespottet. 40 Sekunden bis zur Detonation. Und sie kommen beide weg zur kleinen Rampe. Können sich jetzt oben super aufstellen. Kiyoshima hat kein Defuse-Kit und vor allem keine Smoke, um dann ein bisschen anzutäuschen, oder ein Molotov, um eine Position für ein paar Sekunden auszuschließen. Er ist jetzt an der Bombe dran. 18 Sekunden. Das muss jetzt entweder schnell gehen oder gar nicht. Und es ist gar nicht gegangen. Damit ein 8 zu 7 zur Halbzeit für FaZe. Aber sie waren 7 zu 1 in Führung und dann kam SK Gaming zurück. Da kann FaZe nicht ganz zufrieden mit sein. Aber ihre große Stärke spielen sie ja meistens auf der T-Seite aus, wenn sie die AKs in der Hand haben. Wir machen eine kurze Pause, melden uns gleich zurück zur Halbzeit Nummer 2. We'll be right back.
Welcome back, ladies and gentlemen, hier zur zweiten Halbzeit zwischen FaZe und SK Gaming. Ich wollte gerade erst Immortals sagen, weil es ja alles eins, dieser brasilianische Haufen, und ist es aber nicht. Ne? Es sind zwei verschiedene Teams, die hier beide um den Einzug in die Playoffs kämpfen. Ich habe leider auch keine Informationen zum Friday Night Bash. Dementsprechend müsst ihr euch noch gedulden und am besten nicht hier fragen, sondern auf dem 99 Damage Kanal. Da wird euch Muxor auch rechtzeitig eine Antwort geben. Gehen wir die Pistol Round. 8 zu 7. Erstmal oben den Quergang eingenommen. Soweit so schön. Soweit so nichts sagen, denn da kann immer noch sehr schnell Richtung A verschoben werden. In der Mitte wartet Alu, ob jemand nach vorne kommt. Da spielt der Schatten für ihn auch einen großen Helfer. Nur ist das so ein kleiner Einfallwinkel fürs Licht. Fallen. Nur defensiv am Anzielen. Und der wird vor allem direkt den Seitengang unterstützen, wenn es da ein bisschen Druck gibt. Kiyoshima steht da vorne. Ne, Nico steht da vorne. Kiyoshima und Rain laufen mit hin. Und eventuell versucht FaZe sogar, über die Grundlinie Richtung B zu kommen. Das wäre nicht das erste Mal, dass sie das spielen. Ja, Run Boost rüber hat nicht funktioniert, aber jetzt gehen sie einfach durch. Ja, die Smoke hinten liegt. Cold Zero zielt hier an. Ist natürlich nicht der beste Gegner. What? Er geht sogar aufs Messer, geht nach vorne und Kiyoshima hat riesen Probleme, ihn zu bekommen. Wechselt dann die Waffe. Cold Zero hat da richtig viel Damage gemacht. Alu kann hier nochmal ausgleichen. 3 gegen 3. Kerrigan aus dem Pop-Dog raus noch Fallen bekommen. Phelps noch am Leben. Und er kriegt hier fast den Doppelkill, das Messerduell. Oh mein Gott, wer schlitzt zuerst? Und es ist Phelps, der das Duell gewinnt. Nur noch Kiyoshima. Der hat die Bombe und läuft auf den B-Spot. Aber ich habe das Gefühl, SK Gaming hat das mitbekommen. So schnell wie möglich. Der plant und Kiyoshima zielt sogar vorne ab. Er will in den Nahkampf. Phelps als erster da. Der ist halt direkt down. Denn die Headshots passen. Dann kann er das holen. Und er kriegt ihn! Kiyoshima kriegt ihn! Holt die Runde für FaZe. Aber das gab nochmal ordentlich Kohle für Phelps durch diesen Knife-Kill. Dass sie da beide keine Munition mehr haben und aufs Messer wechseln. War schon fast eine Knife-Round, würde ich sagen. Und da war schon das nächste. Da war vorher schon mal das Messer ausgepackt. Und wie sie sich beide vor allem auch so low schießen, dass da der Linksklick noch reicht. Oh Mann. Also so eine Pistol-Round habe ich auch noch nie erlebt. Taco hier mit der 5-7. Aber wenn da halt der zweite noch rumspringt, irgendwann haben sie ihn. Phelps hochgepusht. Wird sich jetzt hier erstmal die AK gönnen. Oh, das ist natürlich jetzt eine starke Waffe für Phelps. Aber jetzt, wenn ich das richtig sehe, überlegt SK Gaming sich das gar nicht in den Retake zu gehen, sondern sie bleiben direkt defensiv. Hier wird man nichts mehr machen können. Also wird man hier versuchen, die Scout, das viele Kevlar, die AK, einfach nur in die nächste Runde zu bringen. Und das ist dann so eine Runde, wo Phelps die AK behalten wird. Er legt eine CZ weiter an Taco und der muss dann gar nichts nachkaufen. Und damit schon Runde Nummer 10 für FaZe. Die magische 10. Runde haben sie hier erreicht. Und was macht SK Gaming? Ja, wie ich es gesagt habe. Taco bekommt die CZ, Phelps spielt mit der USP. Und der Rest des Teams hatte ja eh gesaved. Das heißt, in der Runde musste man kein Geld ausgeben. Ich glaube, man hat noch ein paar Helme nachgekauft, wo es gepasst hat. Aber das kann man auf jeden Fall investieren in so eine Runde. Und Taco mit der CZ an der Position natürlich auch ziemlich stark. Aber die gehen halt große Rampe raus. Und da hat er dann den Nachteil mit der CZ. Kein Backup gehabt, der Spot schon wieder eingenommen. Da könnte man wieder drüber nachdenken zu saven. Aber jetzt hat Phelps einen schnellen ersten Entry bekommen.
Plant durch. Phelps noch mit dem... Fair noch mit dem nächsten. Phelps lebt immer noch in 2 gegen 3. Die Fuse Kit hat halt niemand der SK Gaming Spieler gehabt. Jetzt ist Phelps Position bekannt und ich glaube, jetzt hat er sich überlegt, die Waffe nochmal in Sicherheit zu bringen. Schön auch nochmal den Fokus oben auf die große Rampe. Er macht doch nochmal einen Frag. Wechselt jetzt auf die UMP, aber auch die ist leer und dann schaut Rain ihn an. Der macht den Doppelkill. 4 Kills insgesamt für Rain. Und das ist Runde Nummer 11. Aber ein bisschen Schaden konnte man hier auf jeden Fall machen. Bei SK Gaming. So dass für FaZe hier doch einiges nachzukaufen ist. Aber gerade auf der T-Seite. Hier nochmal das 4K von Rain. Oh, und dieser leckere Schuss gegen Phelps. Der hat einfach nur reingeknallt. Rain kann er hier noch ein bisschen weitermachen. Wir haben auch wieder eine AWP auf der T-Seite, genauso wie auf der CT-Seite. Fallen. Zielt damit an. Wo ist Fallen? Auf B. Er konzentriert sich also erstmal auf B. Auch das interessant. Denn vielleicht hat man hier auch studiert und gesagt, FaZe, die spielen sehr viel über B. Erste Runde sollten wir gucken, dass wir da blocken. Jetzt hat sie FaZe da schon mal so ein bisschen Mut angeschossen, indem sie in den Anti-Ecos auf den B-Spot gegangen sind. Cold Zera. Abgesmoked und abgeflasht. Kann jetzt sogar nicht mal genau ansagen, ob da jetzt was durch ist. Er muss einfach sagen, ist offen und Nico kann den ersten Kill darauf schon ziehen. Nächster Molotov. Cold Zera kommt einfach nicht weiter nach vorne. Da wäre sogar ein bisschen Platz, aber das Risiko will er nicht eingehen. Phelps wehrt sich da nochmal. Der Molotov geht noch auf. Nico, ganz wichtiger Frag und er bekommt währenddessen auch noch den Molotov-Kill. Die Bombe jetzt am Spot und wird gelegt und sie wissen, dass Taco da im Z-Gang war. Und da kommt von SK Gaming sofort die Pause. Also da wird gar nicht lang gefackelt. SK, wer hier verliert, fliegt halt raus. Wer gewinnt, ist weiter. Es ist ein Decider-Match. Und SK Gaming will hier nicht ohne eine einzige CT-Runde abtreten. Sie wollen sich jetzt hier nochmal besprechen und gucken, ob sie da weitermachen können. Ob sie, na klar werden sie weitermachen können, aber ob sie noch ein paar Ideen haben, wie sie die Runde holen. Nur leider verliert Taco hier gerade seine M4. Und mit dem Verlust der ersten Waffenrunde steht für SK Gaming jetzt auch die Frage im Raum, eine Eco und dann kaufen oder spielen sie einen Force Buy? So, und da ist der Coach hinten dran. Wer ist das? Da war doch vorher immer jemand anders. Ich guck gerade nochmal, ob da irgendwas aktualisiert ist. So, SK Gaming. Erstmal die halbe Lebensgeschichte da aufgeschrieben. Nein, da steht nichts über den Coach. Na gut. Kann man mal machen. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Ich glaube, von mir kam das aber nicht. Na gut. Weiter geht's. Und SK Gaming, viel gekauft, aber nicht runtergekauft. Das heißt, selbst mit dem, was sie haben, wenn sie das verlieren sollten, werden sie in der nächsten Runde kaufen können. Fallen hat jetzt wieder seinen nächsten Scout-Headshot rausgehauen. Ich hab's euch gesagt, er ist und bleibt einer der Besten an der Waffe. Nur Cold Zera fällt hier. Fallen mit dem nächsten. Wichtig, dass sie den früh stoppen können. Haben jetzt Bushido als Coach. Der ist gut. Der ist gut. Fair. Alleine gegen 3. Aber der erste Deagle-Headshot fliegt schon rein. Es ist wieder eine dieser Wahnsinns-Deagle-Runden, die Fair hier raushauen kann. Nein, ist es nicht. Kerrigan direkt reingezielt und macht das Ding dann auch. 13 zu 7. Die nächste Waffenrunde für SK Gaming steht auf dem Programm. Und FaZe bisher halt wirklich gut am Drücker, haben noch keine CT-Runde zugelassen. Das ist der Klassiker, die ersten 5 Runden gewinnen. Das ist einfach nur durch das Geld geschuldet, wenn man die erste Waffenrunde dann auch noch gewinnt. Das ist jetzt der Moment, in dem
SK Gaming zeigen muss, dass sie hier noch mitspielen wollen. Dass sie hier in die Playoffs gehören. Da droppt man direkt runter. Fällt sogar mit einem Doppelkill am Dropper. Also am Pop-Dog. Rain läuft aber um den Spot. Und der schnappt sich erstmal fair. Hat den ja gerade nicht gesehen. Ah ne, er stand nicht außen. Okay, na gut, dann alles gut. Cold Zero auf der Kiste oben. Da könnte es sogar sein, dass Kerrigan da nach oben schaut. Macht er nicht. Macht er nicht, aber er geht hier rum und man denkt, dass der Seitengang halt frei ist. Kerrigan jetzt mit dem Kill. Und vielleicht hat er gerade mit dem kurzen Blick zur Seite gesehen, dass Cold Zero auf der Kiste oben ist. Die Bombe noch im Pop-Dog. Alu ist gespottet worden. Wenn er hier den Frag gegen Phelps machen kann, er kriegt ihn. Phelps wollte es hier nochmal zwingen. Jetzt ist Kerrigan down, aber das 2 gegen 1 für Taco. Anscheinend Cold Zero da auch noch abgetreten gegen Kerrigan. 47 Sekunden und man kann hier sogar noch überlegen, ob man Richtung B geht. 22 HP bei Taco. Und er kann gerade so ein bisschen damit spielen und er geht einfach durch die Smoke. Einfachste Aufgabe der Welt für Rain. 14 zu 7. Den Spielstand verdoppelt. Und nicht nur das, auch wieder das Geld von SK Gaming so niedrig, dass sie eigentlich wieder sparen müssen. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo SK Gaming sich überlegen muss, kaufen oder auf Overtime spielen. Und es ist wieder so ein Mischmasch. Dreimal UMP, wenig Equipment und noch zweimal CZ dabei. Und dann werden sie nächste Runde, auch wenn das hier jetzt ziemlich gut aussieht vom Equipment her, nächste Runde werden sie nochmal kaufen. Doppelnade runter und jetzt Phelps gut dodgen können. Oh, und da wird Kiyoshima überrascht. Und Rain muss eigentlich auf beides gleichzeitig ziehen, aber er hat gehört, dass sie zurückgelaufen sind. Das ist ein Kill, den SK Gaming einfach mal mitnehmen möchte. Nur haben sie den Seitengang komplett offen gelassen. Cold Zero sollte hier die Steps von Kerrigan angesagt haben. Nur läuft der jetzt Richtung A-Spot durch, wird vielleicht von Taco in den Rücken bekommen. Aber jetzt ist er gut unterwegs. Schnappt sich da Cold Zero. Auch Rain hier nochmal mit 98 Damage. Kerrigan kann aus seiner Position allerdings nicht mehr Profit schlagen und jetzt gehen sie durch. Der Molotov, aber Nico hat's noch gesehen. Wichtig von Nico, hier nochmal diesen Kill rauszuhauen. Ein 2 gegen 3, aber Taco, ordentliches Positioning. Aber sie faken es nur, sie gehen nicht auf B, sie gehen auf A. Fallen am Olof. Auch das Positioning ist wirklich gut. Nur in der Mitte wartet noch Alu und der fängt das Eck. Alu macht es! Gewinnt das Duell. Sie können den Z-Gang absmoken und die Bombe legen. Taco ist auf B, aber das wissen sie nicht genau. Deswegen nochmal die ganzen Granaten dahin. Es geht um Sicherheit. Der Upgrade auf die AK ist hier möglich. Auch den Reload kann man durchziehen. Aber vielleicht wird das in der Nähe gehört. Er macht es trotzdem. Und Taco wird die AK saven. Wird er wirklich die AK saven? Sie haben den vollen Loser-Bonus. Er geht also nicht in den One-on-Three-Versuch. Wahrscheinlich die beste Entscheidung hier, die AK nochmal durchzubringen. Und jetzt ist hier auch noch Rain hochgegangen. Das heißt, sie wissen jetzt, wo er ist. Und damit wird es für ihn auch wieder schwierig, die Waffe in die nächste Runde zu bekommen. Mit dem Frag hier hat er es allerdings geschafft. Hallo. Riskiert dann auch die AWP nicht mehr. 15 zu 7. Das ist der Matchpoint für FaZe. Oh, und was wäre das für ein Skandal um das Team von SK Gaming, wenn sie hier nicht aus der Gruppenphase herauskommen. Es sind gute Teams dabei, keine Frage, aber wenn ich euch vorher gefragt hätte, wer kommt in die Playoffs, SK Gaming oder die Hellraisers, ihr hättet alle SK Gaming gesagt. Außer ihr seid Hellraisers-Fans. So, und dann macht man jetzt einfach nochmal Tempowechsel bei FaZe. Direkt mal die Mitte raus. Kiyoshima und Nico mit den Entries. Z-Gang abgesmoked. An der Smoke versucht Fallen mit der AWP noch was zu retten, aber er stirbt gegen Alu. Und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Die Bombe jetzt auf dem Spot. Nur noch Taco und Cold Zero im 2 gegen 5. Taco an der Grundlinie geht direkt zum Spot vor. Die Bombe immer noch nicht gelegt. Jetzt erst der Plant. Und Taco hat hier eine gute Position. Holt jetzt auch noch Kiyoshima, aber wird gerefragt. Nur noch Cold Zero übrig. Erster Frag passt. Aber Rain ist sofort zur Stelle und da ist es. FaZe ist durch. FaZe ist in den Playoffs. SK Gaming scheidet in der Gruppenphase im Swiss-System aus.
2 Siege, 3 Niederlagen für SK Gaming und 3 Siege, 2 Niederlagen für FaZe. Eine riesen Überraschung. Aber ich hab's euch ja gesagt. Mindcoin ging auf FaZe. SK Gaming hat hier keine einzige CT-Runde geholt auf Train. Komplett überfahren worden und die sind natürlich am Boden zerstört. Das Gesicht von Phelps gerade hat alles gesagt, ein Kopfschütteln hinterher. FaZe wird auch morgen noch hier bei der SLI League Star Series Season 3 mit dabei sein.